Wieso begeistern wir uns eigentlich für so einen Unsinn? Die WM 2018 ist vorbei. Deutschland ist rausgeflogen. Was für eine Enttäuschung. Aber wieso? Ist vielleicht Multikulti schuld? Oder ist Löw doch nicht so der Erfolgstrainer? Fehlt ihm die Vision? Aber bevor ich zum Thema komme, stell sicher, dass du meinen Kanal schon abonniert hast, indem du hier auf diesen Button klickst. Die WM in Deutschland ist vorbei. Die Mannschaft ist ausgeschieden. Fans weinen auf der Tribüne und können ihr Pech nicht fassen. Die ganzen Zuschauer schauen deprimiert rein. Wieso ist Deutschland ausgeschieden? Also zuerst mal muss man feststellen, dass es bei Fußball einfach extrem auf Glück ankommt. Aber klar ist auch, dass diesmal einfach der Zusammenhalt gefehlt hat, der die Mannschaft sonst die letzten Jahre ausgezeichnet hat und dass auch nicht alle dieselbe Motivation hatten. Und sicher ist auch ein Problem, dass es keinen Führungsspieler im Feld gab, sondern dass der Kapitän im Tor saß. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass 2014 Joachim Löw das Glück hatte, ein perfekt eingespieltes Team von Pep Guardiola vom FC Bayern übernommen zu haben, das für jede Aufgabe eine Lösung kannte. Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Götze, Müller, Groß. Ein super eingespieltes Team, was jetzt einfach nicht mehr der Fall war. Aber wie viel Hoffnung hatten sich die Deutschen vorher gemacht? Und wir alle freuen uns deutschlandweit, denn dieses Jahr haben wir endlich Marco Reus dabei. Und mit Juni verteidigen wir den Thron. Wir stehen alle da als gemeinsame Nation und wir singen. Wir werden die WM gewinnen, weil wir die Champions sind. Wir stehen alle da gemeinsam für den Fußball. Ja, aber vielleicht müssen wir nicht nur die Frage an die Spieler und an den Trainer stellen, sondern vielleicht müssen wir uns vor dem Fernseher oder in den Public Viewing Arenas auch eine Frage stellen. Viele Menschen geben ihre ganze Liebe in den Fußball. Spieler werden als Götter, als Flankengott bezeichnet. Und ich habe schon Menschen gesehen, die sich niedergeworfen haben vor Spielern, vor Ehrfurcht. Aber wieso das alles? 11 Menschen rennen einem Ball hinterher und versuchen ihn möglichst geschickt mit ihren Füßen zu spielen. Und dann Tor. Tor. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, jetzt wo Deutschland ausgeschieden ist, dass wir uns die Frage stellen, ob es nicht vielleicht was Wichtigeres gibt, was Größeres. Gibt es nicht vielleicht etwas Größeres, für das wir uns begeistern können? In Deutschland spielen 10 Millionen Menschen regelmäßig Fußball und viele davon täglich mehrere Stunden. Es werden Milliarden für die Vereine ausgegeben und 30 Millionen Menschen schauen sich vor dem Fernsehen oder in Stadien die Spiele an. Ich will das auch gar nicht kritisieren, ich will nur eine Frage stellen. Und zwar, wenn wir uns so sehr begeistern können als gemeinsame Nation für einen Sport, für Fußball, für ein Spiel, wieso können wir uns dann nicht begeistern für Dinge, die vielleicht noch wichtiger sind? Und was ist noch wichtiger? Noch wichtiger ist zum Beispiel, Menschen zu helfen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland hunderttausende alleinerziehende Mütter, die so viel Stress haben, die am Verzweifeln sind und die sich einfach freuen würden und es eine Riesenhilfe wäre, wenn ihnen jemand mal unter die Arme greifen würde, anstatt viele Stunden Fußball zu schauen. Ist sowas nicht viel begeisternder, anderen Menschen zu helfen, einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen? In der Schule gibt es unzählige Mobbingopfer. Sehr viele junge Leute nehmen Drogen. In Deutschland gibt es 10.000 Menschen, die sich pro Jahr umbringen, in der Schweiz 1.000. Menschenleben, die einfach zerstört und weg sind. Sollte es uns nicht viel mehr begeistern, anderen zu helfen? Wie wäre das, wenn wir alle dastehen würden als gemeinsame Nation für die Armen und Unterdrückten, für die Schwachen in unserer Gesellschaft? Und für den Schöpfer, der, egal wer wir sind und wie wir aussehen, als wunderbare und geniale Menschen gemacht hat? Ja, das war mein kurzer Gedanke zur WM, zu der Begeisterung und auch was wir jetzt machen können, wo die WM für viele Deutsche jetzt vorbei ist. Also ihr könnt natürlich auch die Schweiz jetzt unterstützen. Auf jeden Fall ist es schön, dass du reingeschaltet hast bei Du bist genial. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass einen Daumen nach oben da und kannst auch gerne abonnieren. Schön, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal. Ciao!